Hallo Leute und willkommen hier bei Leocraft. Im heutigen Tutorial habe ich mir vorgenommen, dass wir dieses Schwebebahnsystem mal etwas vereinfachen, sodass es auch für Leute möglich wird, es nachzubauen und zu verwenden, die sich nicht so gut mit Redstone auskennen. Und zwar habe ich da an ungefähr eine Variante von diesem System hier gedacht. So, wir suchen uns als allererstes mal eine freie Stelle. Ich würde sagen, wir gehen hier hin und dann bauen wir das so rüber. Als allererstes brauchen wir für eine einfache Schwebebahn folgende Gegenstände: 2 Redstone-Lampen. Dann je nach Strecke mehrere Redstone-Blöcke, je nach Strecke auch mehrere klebrige Kolben, je nach Strecke ordentlich Redstone und 1, 2, 3, 4 Knöpfe. Dann brauchen wir noch ein nicht verschiebbares Material, also durch Kolben verschiebbar. Da gebe ich euch jetzt mal hier ein paar Beispiele. Für den Crate ist es eigentlich der Klassiker Grundgestein, aber es geht noch andere, zum Beispiel Obsidian. Dann, was gibt's noch? Öfen, Truhen sind nicht verschiebbar, zaubertische Enderportal ran, wobei es sie auch wieder nur im Creative gibt, Endertruhen dann natürlich auch. Und was für den Survival auch als Alternative zum Obsidian gilt, ist diese glasierte Keramik, die findet ihr unter Dekoration, die wird auch ganz gern genommen. Und auch noch ganz gut ist, für die, die etwas mehr wollen, die sogenannten Barrierenblöcke zu verwenden. Die kann man nämlich auch nicht verschieben. Die bekommt man aber nicht durchs Inventar, sondern nur durch einen Command. Zeige ich euch mal. Ihr öffnet mit der Taste T die Command-Zeile, gebt dann ein Slash, give, euren Spielernamen mit der Tabulator-Taste. Dann schreibt ihr B-A-R-R. Drückt nochmal Tabulator, dann kommt Minecraft Barrier und dann drückt ihr Enter und dann kriegt ihr so eine Barriere. Der Block ist auch nicht verschiebbar. Den gibt es nur, wenn ihr Cheats anhabt, also wenn ihr Cheats anhabt, sogar dann auch im Survival. Ich nehme jetzt allerdings trotzdem mal klassischerweise Grundgestein, damit ihr das mal seht. Zuallererst bauen wir uns die Trasse, das heißt, die Schwebebahn soll am Ende so rausfahren. Die Schwebebahn ist 2 Blöcke breit, also bauen wir und 4 Blöcke lang, also bauen wir uns eine Plattform von 4x2. Dann, weil sie nach links rausfährt, muss an die zweite Stelle von rechts hierhin 2 Blöcke nach oben, das wird dann euer Ein- und Ausgang. Hinten dran kommen dann auch erstmal 2 Blöcke, wobei man dann wird der auf den oberen kommt die unsere Redstone-Lampe, auf den rechten noch ein Block und darauf ein Knopf. Wenn ihr den Knopf drückt, seht ihr, geht die Lampe an. Nun zur Technik. Oh, wir brauchen noch Schleim und Observer-Blöcke. Hol ich mir als erstes Schleim, den brauchen wir 4-mal und den Observer-Block brauchen wir 2-mal. Jetzt haben wir alles. So, wir fangen an, indem wir hier hingehen, wo die Lampe ist. Und dann an das Ende, also an den 4. Block, kommt ein Beobachter, der sollte weggucken. Dann kommt ein klebriger Kolben, auch Sticky Pisten genannt. Dann kommen
zwei Schleimblöcke. Dann gehen wir auf die andere Seite und bauen das gleiche nochmal andersrum. Also Beobachter, klebriger Kolben, zwei Schleimblöcke. Dann gehen wir hier vor, tun einen Schleimblock hin. Rechts daneben kommt dann auch einer hin. Ja. Dann brauchen wir noch einen Block eurer Wahl. Ich empfehle hier einen Block zu nehmen, der leuchtet. Also Glowstone, Kürbislaterne, was ihr nehmt, ist euer Ding. Und zwar hat es den Zweck, dass es am Ende weniger Bugs gibt. Denn bei dieser Schwebebahn ist es manchmal so, dass Blöcke nicht korrekt verschoben werden. Und wenn man leuchtende Blöcke nimmt, die einmal hier hinkommen, dann hier hin und hier oben hin. Wenn die leuchten, gibt es Licht-Update und es wird nochmal alles nachberechnet und dann kommen diese Blöcke deutlich seltener. Die Schwebebahngondel ist jetzt funktionsfähig. Hier wird am Ende der Spieler stehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit einem Material eurer Wahl dann zwei Blöcke über dem Spieler mit soliden Blöcken oder da eignet sich auch die Barrierenblöcken oder Glas zum Beispiel eine Linie ziehen, damit dieses Hüpfen vom Spieler verhindert wird. Wie ihr jetzt seht. Das kann man machen, wie man will. Was auch noch wichtig ist, wenn ihr hier einen Bahnsteig baut, beachtet, dass die erste Reihe unten wichtig aus Grundgestein oder einem anderen nicht verschiebbaren Material ist, wie ich es euch gezeigt habe. Gleiches gilt wie bei einem Berg. Bei einem Berg würde ich euch auch empfehlen, einmal rundherum alles auszukleiden, denn sonst hängt sich die Schwebebahn auf. Also einmal die innerste Röhre muss wie eine echte Tunnelröhre einmal ausgekleidet werden. Dann gehen wir durch die Luft bis dahin, wo wir das andere Ende haben wollen. Achtet darauf, dass ihr immer auf derselben Linie gerade bleibt. Wenn ihr jetzt hier eure Station haben wollt, geht ihr einen nach hinten. Dann kommen hier zwei Blöcke hin. Und ihr müsst schauen, dass es durch die Anatomie passt. Und dann geht ihr hier noch einen hinter und setzt da das drauf. Dann wird hier euer Eingang sein. Als nächstes könnt ihr die Schwebebahn mal starten. Und zwar macht ihr das mit dem Drücken dieses Knopfes. Ihr seht, der Zug fällt ab. Hier ist dieser Backblock entstanden, mal im Stimmi, mal nicht. Die kriegt ihr ganz einfach mit einem Rechtsklick weg. So. Jetzt ist der Zug angekommen. Hier oben muss dann noch ein Block drauf, dass der Zug auch wirklich sicher angehalten wird. Und dann kann man hier unten eine Redstone-Lampe hinten. Der Zug fährt dann wieder zurück. Hier, das kann auch manchmal entstehen. Die kann man dann aber auch durch einen Rechts- oder Linksklick wegmachen. Im Survival, also im Überlebensmodus, gibt es auch keinen Schaden. Ausprobieren. So, hier wird es dann mit dem Anschnitt euren etwas komplizierter. Ihr tut hier einen Knopf hin. Und dann könnt ihr hier ein Redstone-Signal einfach drüber legen. So funktioniert es auch. Also ein Redstone dahinter. Dann funktioniert es genauso. Damit funktioniert dann schon mal eure Schwebebahn. Jetzt gibt es noch den Fall, dass ihr hier steht und die Schwebebahn da hinten ist. Dafür braucht man noch zwei weitere Kabel. Das heißt, hier ist euer Eingang. Ich mache mal schnell Tag. So, jetzt ist es wieder Tag.
Also wenn hier euer Eingang ist, und eure Schwebebahn nicht da ist, dann würde ich euch empfehlen, irgendwo hier an die Seite den Knopf zu tun, damit ihr das Signal dahinter abgreifen könnt. Ich mache jetzt mal mit Sandstein. Das wird dann nach unten geführt, bis auf den vorletzten Block, also nicht bis ganz runter, sondern hier kommt dann eine Fackel hin. Also da gibt es auch wieder, entweder ihr macht hier eine Fackel oder ihr legt die Leitung ganz normal mit Repeatern. Denkt dran, alle 15 Blöcke muss ein Repeater kommen. Dieses System, was ich euch jetzt zeige, hat den Vorteil, dass das Signal ohne Verzögerung übertragen wird. Das heißt, das Signal im selben Moment, wo ihr auf den Knopf drückt, ist das Signal schon hinten. Das eignet sich vor allen Dingen für große Strecken. Und zwar immer, wenn das Signal schwach wird, also auch im letzten Block, wo es angeht, tut ihr den klebrigen Kolben hin, davor einen Redstone-Block. Das System ist, wie ihr ja seht, deutlich teurer, aber es macht seine Sache deutlich schneller. Zum Schluss nicht vergessen, leitet das Signal dann irgendwo in einen Block. Und zwar leiten wir es in diesen Block. Ah, den können wir nicht nehmen. Können wir den nehmen? Den kann man auch nicht nehmen. Dann leiten wir es einfach so in irgendeinen Block. Platzieren eine Fackel dahinter. Und leiten das Signal dann ganz normal irgendwie in diese Lampe hier. Wie ihr das macht, ist eigentlich egal. Irgendwie muss... Ich tue jetzt die Fackel hier hin, die geht aus. So, hier rein und dann noch eins drauflegen. Ja, dann sollte das angesteuert werden. Umgekehrt könnt ihr es auch machen. Also entweder ihr baut diese Leitung nochmal nach oder ihr nehmt die klassische Leitung. Die mache ich jetzt mal hier hin. Ne, ich mache es spiegelverkehrt, das ist einfacher dann. Also das dann ist hier euer Knopf. Wichtig beachtet, weil hier schon die Schwebebahn fährt, müsst ihr hier das Material nehmen, das nicht, ja, nicht verschiebbar ist. Dann führt man das irgendwie weg. Das sollte nicht bebauen, das müsste gehen, ja, geht. Dann könnt ihr das nachfüllen. Wichtig ist, hier müsst ihr mitzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dann muss ein Repeater hin. Den findet ihr hier. Der ist ziemlich teuer, deswegen... Da muss man vorher, glaube ich, ne, für den Kooperator muss man den nicht. Der Repeater geht noch halbwegs. Den sollte man aus dem ersten Delay lassen. So, jetzt habe ich das Ding da rausgekriegt. So. Und dann geht man weiter mit dem Redstone-Kabel wieder hier hin. Und muss es dann irgendwie in die Lampe kriegen. So irgendwie halbwegs. Ja, so müsste es dann funktionieren. Das war's eigentlich dann auch schon. Ihr könnt jetzt irgendwie noch die Bahnsteige irgendwie schön machen. Aber von der Technik her funktioniert es so. Jetzt kann man es mal vorführen. Weil man hier ist. An der Station kann man durch diesen Knopf hier die Schwebebahn
holen. Seht die jetzt ab. Und wenn man dann da ist, kann man sie durch diesen Knopf abfahren lassen. Hier funktioniert das ganz genauso, nur dass hier noch ein Block drauf muss oder kann. Durch die Abfahrt. Und durchdrücken dieses Knopfes fährt der Zug auch wieder. Nochmal zu der Leitung. Diese Leitung ist deutlich schneller, aber sie muss invertiert werden. Die Leitung ist nicht ganz so schnell, ist aber einfach zu bauen. Welche ihr nehmt, ist euch überlassen für beide Richtungen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, auch wenn ihr euch nicht so gut mit Redstone auskennt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.